Checkpoints an unmöglichen Stellen baut, wo man gar nicht hin kann. Aber wie gesagt, es gibt halt Maps, da ist das trotzdem. Ich kenne einige, glaube ich, meine ich, denke ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Und entweder kann man da nur mit sehr waghalsigen Stunts hin, also zum Beispiel einen perfekt richtigen Winkel für eine Rampe zum Beispiel nehmen, damit man ins Ziel fliegt, oder halt mit einem externen Programm, mit Mixmapping. Weil ich weiß nicht, ob... Ich glaube es, aber ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wenn man die Map dann halt einmal gefahren hat, kann man den Checkpoint, oder kann man halt einen Checkpoint, dann mit Mixmapping irgendwie woanders hinsetzen. Und dann muss man die Map nicht mehr neu freigeben, also die nicht nochmal fahren. Ich glaube es, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja. Und es gibt auch... wie heißt es? Ach du Gott, ich habe so lange nicht mehr keinen. Ich habe so lange... Wow, der Stand war mal heilige Kacke, 540. Wo war ich? Ach, können die mal aufhören mit ihrem ständigen Geschieße da, wenn man startet? Das ist, glaube ich, eine Mod oder so ein Kack. Irgendeine Server-Einstellung ist das. Wenn man startet, kommt dieser Schuss. Das ist voll bekloppt. So, wo war ich? Oh, Mist. Ich hab vergessen. Ja, genau. Es gibt auch... wie heißt... Ach komm, das gibt's doch nicht. Das kann nicht angehen, dass ich den Namen jetzt vergessen habe. Das kann nicht angehen. Nein, das kann einfach nicht angehen, dass ich den Namen vergessen habe. Ich habe das selbst mal so ein Jahr oder so lang gemacht. Ja, ich war zwar so schlecht, aber irgendwann mit Free, glaube ich. Free Racing auch nicht. Nein. Halt sowas, wo man dann sämtliche Stunts ausführen kann und so und auch sehr coole Sachen machen kann. Freestyling, genau, Freestyle. Ja, da macht man zum Beispiel sehr waghalsige Aktionen. Das ist praktisch hier das Stunt-Mode, nur halt ohne Punkte zu kriegen. Also einfach nur zum Spaß. Oder halt, es gibt natürlich auch Clankriege. Und so, ist klar. Es gibt halt auch Only Free... jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aha. Freestyling Clans. Die betteln sich dann halt in einem Clan, wo folgendermaßen, ja, da sitzt dann halt so eine Jury in dem Spectator-Modus und spectatet halt die verschiedenen Seiten und guckt halt, wer bessere Stunts macht. Und das derjenige Clan gewinnt dann halt in dem Clan, wo er ist gar nicht mal kompliziert. Ja, genau. Zum Beispiel... Ja, aber in Desert geht das nicht. Zum Beispiel, wenn man es jetzt irgendwie schaffen könnte, zum Beispiel, wenn die Rampe jetzt ein bisschen höher wäre schon, dass man dann auf den Checkpoints geht und dann da bleibt, ohne runterzufallen. Also auf dem Checkpoint drauf, auf der Röhre da, auf dem Stahlteil-Ding. Wenn man es schafft, da drauf zu bleiben, dann nennt man das zum Beispiel Freestyle. Dann nennt man das genau, da gibt es eine genaue Bezeichnung für... Die ich jetzt aber auch vergessen habe. Ist klar. Ich vergesse gerade alles vom Freestyling irgendwie. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein, aber ich habe gerade überhaupt keinen Ansatzpunkt, wie es heißen könnte. Ich habe irgendwie B im Kopf, aber dann fällt mir auch H ein. Und H und B sind irgendwie voll komisch. Passt dann total nicht zusammen. Naja. Egal. Ist ja auch egal. Zum Beispiel, es gibt auch so einen Trick, da kann man das halt so machen, so ein bisschen da so hochfahren oder halt von einer anderen Plattform oder Strecke da drauf fahren auf die Rampen da, auf die 90 Grad da. Ja klar, 90 Grad Rampen. Und ja, und wenn man es dann schafft, da auch drauf zu bleiben, dann nimmt man das halt auch genauso wie wenn man auf dem Checkpoint bleibt.
Was man natürlich auch machen kann, ist, man fährt halt von der Plattform aus und nimmt dann die ganze Rampe da mit. Also die ganze Zeit auf der, ja, auf der Ecke, Ecke ist klar, auf der Kante die ganze Zeit sliden so. Also da lang sliden bis zum anderen Ende und dann halt wieder runterfahren und sich nicht überschlagen und dann halt weiterfahren. Das ist dann auch sehr gutes Freestyle. Also ich habe das nie gekonnt. Das ist schon eine Stufe zu hoch für mich. Ja, ich hab's schon mal geschafft, klar, aber ich kann es nicht gezielt gut machen. Genau. Ich kann sowieso gerade nichts gezielt gut machen, weil ich einfach gerade zu schlecht bin. Ja gut, dann sage ich mal genug des Tutorials für dieses Mal und ich guck mal, vielleicht gehe ich noch in einen anderen Zimmer. Ansonsten sage ich ciao für diese Folge Let's Play Trackmania United Forever. Bis zum nächsten Mal. Ach übrigens, um mal Werbung zu machen. Besucht... Vergesst es. Nein, vergesst es nicht. Besucht mal unser Radio. Ich bin da Moderator. Ich moderiere das Radio. Ja, das ist halt... Ja. Retro-Game-Songs werden da halt abgespielt. Von dem PC des jeweiligen Benutzers. Und ja. Ich moderiere das halt. Das heißt... Ich spiele Lieder von meinem PC aus ab. Also es können mir natürlich auch Leute, die im Radio sind. Da gibt es auch einen Chat, da kann man auch schreiben. Der Chat ist eigentlich das Hauptsächliche, nicht die Musik. da kann man halt schreiben. Und werden mir halt auch Songs geschickt. Also ich bin natürlich nicht der einzige Moderator. Ich bin auch nicht der Hauptmoderator. Der Hauptmoderator ist Terraplay. Könnt ihr ja mal besuchen, seinen Channel. Heißt hier auf YouTube, soweit ich... mich noch ansehen kann. Genau so wie halt auf ja, wie ich seinen Namen genannt habe. Ich schreibe es mal in den Chat. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Terraplay, da habe ich es geschrieben. Wenn ihr es nicht erkennen könnt, tut mir leid. Also ich schreibe den Link vom Radio auf jeden Fall, wenn ich es nicht vergesse, in die Description. Da editiere ich den rein, den Link vom Radio. Weil ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Das ist irgendwie ein komischer Name. Das ist dann direkt die Website mit halt allen Infos, dem, ja, dem Sendeplan. Ich sende, oh Gott, jetzt kommt, ich sende dienstags um 18 Uhr eine Stunde lang und donnerstags und samstags von 18 Uhr zwei Stunden lang. Und dann ist Terraplay meistens dran. Reimt sich sogar. Und ja, also guckt in die Description. Man kann halt auch selbst reden. Also Voice-Over, also halt, dass man während der Song im Hintergrund läuft und redet, das geht. Dann wird der Song auch automatisch leiser. Ist ganz cool. Tja, versucht ihn halt mal. Am besten dienstags, donnerstags und samstags um 18 Uhr. Auge zu knallen. Okay, dann sage ich jetzt ciao für diese Folge Let's Play Trackmania United Forever. Bis dann.